Moin Moin, schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Fair Talk an Land hier im Weserschlösschen in Nordenham-Blexen. Wir haben uns wieder Gäste an unseren Stammtisch geladen und ich freue mich sehr, dass wir mal das Deutsche Rote Kreuz zu Besuch haben und ein bisschen über die wertvolle Arbeit sprechen und auch über einige Angebote, die vielleicht immer wieder auch ins Gedächtnis der Menschen gebracht werden müssen, damit man sie auch sozusagen immer wieder vor Augen oder im Ohr hat. Da begrüße ich den Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes Wesermarsch, Peter Deile, und Evelyn Nawrocki. Und da sind so viel, was da steht, da muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken. Sie sind zuständig für entlastende Dienste, Mutter, Vater, Kindkuren, Hausnotruf und Familienerholung. Habe ich was vergessen? Nee. Wunderbar, dann habe ich das schon mal hinbekommen, aber ja auch mit ein bisschen Nachhilfe von meinem Zettel. Herr Deile, vielleicht können Sie tatsächlich mal ein bisschen Grundsätzliches erzählen über die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes. Das Deutsche Rote Kreuz gibt es ja schon ausgesprochen lange. Wie lange gibt es das Deutsche Rote Kreuz hier in der Wesermarsch und was sind eigentlich ganz genau die Aufgaben? Also wir sind auch zwischenzeitlich schon weit über 100 Jahre präsent. Der Bundesverband vom Roten Kreuz hatte ja 2014 sein 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Der Landesverband Oldenburg, zu dem wir auch gehören, ist der älteste Landesverband in Deutschland neben dem Badischen Roten Kreuz. Also die sind gleich kurz später über den Vaterländischen Frauenverein gegründet worden. Und durch die föderalistische Struktur des Roten Kreuzes ist es eben so, dass die Kreisverbände immer mit wenigen Ausnahmen für die jeweiligen Landkreisflächen zuständig sind. So ist es auch bei uns in der Wesermarsch. Das heißt, unsere Geschäftsstelle befindet sich seit November in Brake im Landkreis Mittelpunkt, aber wir sind für den ganzen Landkreis Wesermarsch zuständig für die Arbeiten, die wir machen, also von Lemwerder bis Nordenham. Das ist eine Riesenfläche mit zwar relativ wenigen Einwohnern, beispielsweise unsere Kollegen Oldenburg-Stadt, ne, da sind wesentlich mehr Einwohner, fast das Doppelte wie in der Wesermarsch. Aber, und das ist für uns eben die besondere Problematik, ist eben die Fläche und auch die Flächenversorgung in vielen Bereichen. Können Sie da mal Zahlen nennen, für wie viele Menschen sind Sie da sozusagen im Einsatz? Also im Moment sind wir alleine an Hausnotrufkunden an die 400 Anschlüsse, die wir haben in der ganzen Fläche. Und bei den hauswirtschaftlichen Hilfen, die wir erst im August 2020 während der Pandemie begonnen haben, sind wir auch schon bei weit über 150 Patienten. Und die verteilen sich auf wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wir haben jetzt ungefähr 10 Mitarbeiter, die das alles bewerkstelligen und sind da auch guter Dinge. Wir können zwar immer noch Mitarbeiter gebrauchen, aber gerade für die hauswirtschaftlichen Hilfen findet man doch tatsächlich Menschen, auch kurzfristig Menschen, wenn man Senioren in Not hat, die dann doch mit einsteigen, weil es einfach auch eine relativ attraktive Geschichte ist. Die Leute können ihre Zeit selbst einteilen und das ist vor allem auch für alleinerziehende Mütter und so natürlich eine ganz tolle Geschichte, wenn die dann mit den Kunden auch so ihre Einsatzzeiten selbst besprechen können. Und von daher funktioniert das relativ gut. Klar, man muss immer gucken, es gibt immer Höhen und Tiefen, aber im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich ganz prima. Und da sind wir eigentlich schon mitten in dem Thema drin, weshalb wir uns über das Gespräch sehr freuen. Gerade diese Angebote für Senioren sind eben, was die Verbreitung angeht, oftmals problembehaftet. Und deshalb freuen wir uns, dass wir das auch über die Weser TV noch mal tun können. Genau, wir waren ja gerade schon eine wichtige Zielgruppe, die Senioren, zum Beispiel der Bereich, um den Sie sich auch kümmern, Frau Nawrocki, der Hausnotruf. Vielleicht können Sie all jenen da draußen, die gar nicht genau mit dem Begriff anfangen können, die gar nicht genau wissen, was der Hausnotruf eigentlich ist, für wen der gedacht ist und an wen er sich richtet und wie das genau funktioniert, das System. Also ein Hausnotruf kann jeder sich buchen oder kaufen, holen. Da kriegt man ja so einen Knopf, entweder am Arm oder als Kette kann man den nehmen. Und wenn man dann mal gefallen ist, drückt man drauf, dann meldet sich eine Dame oder ein Herr, spricht die Dame denjenigen an und fragt, was man helfen kann. In der Regel hat man einen Angehörigen, der einen Schlüssel hat,
Und diese werden dann informiert und sagen so, ja, ihre Mutter, ihr Vater oder wer auch immer ist gestürzt, fahren Sie mal eben hin. Wenn ein Krankenwagen benötigt wird oder ein Rettungswagen, dann wird er auch mitgeschickt. Und ja, wenn man keinen Angehörigen hat, kann man auch sich so einen Schlüsseldienst dazu buchen. Die Kosten sind 25,50 Euro. Ab Pflegestufe 1, wenn man alleine wohnt, wird er von der Pflegekasse bezahlt. Wenn beide Partner, die im Haus wohnen, eine Pflegestufe haben, übernimmt das auch die Pflegekasse in der Regel. Ansonsten muss man diese 25,50 dann halt privat bezahlen. Und ja, zusätzlich kommt drauf an, was man denn dann halt noch braucht. Ob man einen Schlüsseldienst dazu kommen muss, ob man ja eine SIM-Karte braucht, wenn man vielleicht keinen Telefonanschluss hat. Das muss man dem entsprechenden dazu selber bezahlen. Wo gehen denn die Noteinrufe direkt ein? Wo gehen die Notanrufe hin? Die wir haben unsere Hausnotrufzentrale vom Landesverband Oldenburg bei den Kollegen in Hude. Dort ist die Hausnotrufzentrale, die eben den ganzen Landesverband Oldenburg von Vechta bis Wilhelmshaven beschicken. Und also das sind zwischenzeitlich zigtausend Anschlüsse, die verwalten. Dort laufen die Notrufe auf und die setzen sich dann eben selbst mit den Leuten in Verbindung oder eben dann auch gegebenenfalls direkt mit den jeweiligen Rettungsleitstellen. Es ist ja im Landesverbandbereich nicht nur die Großleitstelle Oldenburg, sondern auch Friesland und Wilhelmshaven, die sind ja da abgekoppelt und geben das dann da direkt weiter und durch. Das heißt also, die Verständigung ist drahtlos. Wenn jemand gestürzt ist, kann in einer Wohnung komplett mit demjenigen kommuniziert werden. Mhm. Und das Einzige, was man benötigt, ist ein Festnetanschluss. Und da wird dieses Gerät einfach eingesteckt, programmiert. Der Teilnehmer wird nochmal vom Außendienstmitarbeiter entsprechend eingewiesen. Und wie gesagt, wenn er keinen Telefonanschluss hat, sowas gibt es durchaus auch. Oder wenn es irgendwelche baulichen Schwierigkeiten gibt, dann kann man sowas tatsächlich auch mit SIM-Karte über den Mobilfunk machen. Wobei wir das sehr ungern tun, weil es ist eben nicht so zuverlässig wie ein Festnetzanschluss. Ne? Ja. Wie oft gehen denn da tatsächlich Anrufe ein? Gibt es da Zahlen? Gibt es da belegbare Zahlen? Es hält sich eigentlich in Grenzen. Und wir sagen auch zu den Benutzern immer, also wenn einmal im Monat ein Ruf aufläuft in der Notrufzentrale, dann müssen sich die Angehörigen schon so langsam Gedanken machen, ob das mit dem Alleinleben noch funktioniert. Ne? Das hat ja dann immer eine Folge. Mhm. Es kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor, dass wirklich echte Notfälle vorliegen. Das gibt es auch, aber das ist jetzt nicht, sage ich mal, die Masse. Aber in der Notrufzentrale ist schon alleine durch Fehlbedingungen sehr viel los. Ne? Aber wobei, das ist nicht schlimm, das sagen wir den Leuten auch. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann drückt auf den Knopf und sagt Bescheid, Mensch, ich will jetzt mal gucken, wie das funktioniert oder ob es noch funktioniert. Und da sind die Mitarbeiter dann auch total geduldig. Das ist nicht das Problem. Das ist auch gut, weil das nimmt die Scheu von dem Ganzen. Darauf wollte ich jetzt auch noch mal hinaus und noch mal nachfragen, die Scheu davor. Ist es noch immer so oder ist es so, dass dann viele ältere Menschen davor zurückschrecken, solche Angebote in Anspruch zu nehmen, weil sie sich einreden oder man sich ja gerne selber auch was vormacht, ich kann das noch, ich brauche da keine Hilfe, ich schaffe das alleine, ich habe mein ganzes Leben alleine verbracht und habe alles selber gewuppt bekommen, ich hole mir jetzt keine Hilfe von außen, das brauche ich nicht. Ist das noch immer so? Das ist noch so. Wir haben auch Bundesstatistiken im Haus Notruf, wo einfach zeigt, dass das Einstiegsalter eigentlich immer weiter steigt, wo die Leute den Notruf entnehmen. Und dadurch natürlich auch logischerweise, das ist ja dann auch eine statistisch logische Folge, die Verweildauer entsprechend immer kürzer wird. Ne? Weil dann eben, sagen wir mal, der Übergang zum Pflegeheim, zum Tod, was auch immer, eben auch entsprechend kürzer wird. Also das ist ein Problem, aber irgendwie, also ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Ich finde es schwierig, da so missionarisch unterwegs zu sein, da bin ich ganz ehrlich, weil ich kann es schon auch verstehen, dass Leute sagen, ich bin standfest, ich kann das. Und wir müssen halt so diese Kanäle nutzen, so zum Beispiel wie die Veranstaltung. Wir machen auch ab und zu in Seniorenkreisen Vorträge. Und da macht es dann bei dem einen oder anderen schon Klick, der sagt, eigentlich bin ich fit, ich hole mir so ein Ding jetzt trotzdem. Und auch wenn ich es jetzt noch selber bezahlen muss, das ist egal, ich habe eine Sicherheit. Aber also zum großen Teil ist es schon so, dass es auch viel mit Verdrängung zu tun hat. Aber irgendwie verständlich. Und Sie sagten gerade, die Geräte sind zum Beispiel als Kettenanhänger oder als für den Arm
Das heißt, ist das auch so ein Grund oder ist das auch eine Möglichkeit, die Scheu davor zu nehmen, dass es eben halt nicht so auffällig ist, so ein Notruf, dass es nicht irgendwie etwas ist, was man wie so ein Makel vor sich herträgt, sondern etwas, was eben halt klein, dezent ist und was gar nicht so auffällig ist? Es gibt ja auch verschiedene Armbänder. Man kann sich, wenn man will, die bunt nehmen, man kann die einfarbig nehmen. Da kann man sich viel, viele sehen, das ist wie eine Uhr. Genau. Fällt halt nicht so gleich auf, ja. Nimmt das auch die Scheu davor? Das weiß ich nicht, aber... Es ist eher umgekehrt. Also, wenn die Leute den Schritt gemacht haben und sie bekommen Besuch, das Erste, was gezeigt wird, ist so, guck mal, ich habe so einen Armband. Das ist eigentlich immer ein ganz witziger Effekt. Ne? Der Schritt bis dahin ist schwierig, aber wenn man es hat, ist man auch ein bisschen stolz drauf. Das stellt man so fest. Ne? Sie haben am Anfang schon die Zahl gesagt, wie viele solcher Geräte sind im Einsatz? 150? Um die 400, ne? Das sind um die 400 hier. Anschlüsse in der Wesermarsch, ja. Das ist schon eine stolze Zahl. Das ist eine stolze Zahl, aber wenn man da jetzt einfach, sage ich mal, die Zahlen von unserer Alterspyramide dagegen legt, mit den ganzen Mitanbietern, ist es trotzdem eben, und das sieht man eben immer noch, eine relativ geringe Quote, weil eben, wie gesagt, der Schritt erst ganz zum Schluss gewählt wird. Das ist einfach so. Aber es gibt ja auch noch andere Maßnahmen, zum Beispiel die Mutter- und Kindfahrten oder Kuren, natürlich auch Vater- und Kindkuren. Wie wird dieses Angebot wahrgenommen und wer kann und wer darf das in Anspruch nehmen? Das kann jeder in Anspruch nehmen. Also im Moment steigen die Anträge wieder, also beziehungsweise die Anfragen, also mehr von den Müttern als von den Vätern. Aber ist es da auch wieder so ein Ding, es gibt ja mittlerweile viele auch erziehende Väter, da hat sich das ja ganz gewaltig geändert in der Gesellschaft. Aber ist da immer noch so ein bisschen vielleicht die Scheu bei den Männern da, so ein Angebot in Anspruch zu nehmen? Dass deshalb mehr Mutter- und Kindkuren als Vater- und Kindkuren in Anspruch genommen werden? Es gibt auch nicht so viele Angebote für Väter. Die sind ein bisschen, also für Mütter gibt es redentlich mehr, also für Väter gibt es dann auch weniger Kliniken und weil das, ja, die Anfrage halt nicht so groß ist, ne? Woran das genau liegt? Ich denke, es ist ein Übergang. Ja? Wir haben die bestehenden Mutter-Kind-Kliniken in Deutschland. Wir sind ja da quasi eine Vermittlungsstelle auch für das Müttergenesungswerk. Ja. Das heißt ja immer noch Müttergenesungswerk, die haben sie noch nicht umbenannt. Und die haben natürlich auch ihre therapeutischen Strukturen und alles. Und das ist natürlich ein Prozess, der jetzt so stattfindet, dass für Stück die Angebote auch für die Väter-Kind-Kuren ausgebaut werden. Aber das dauert natürlich. Und man weiß ja auch in der ganzen Reha-Landschaft auch, wie schwierig die Finanzierung und die Probleme für die Kliniken sind. Und das geht eben, sage ich mal, so Stück für Stück. Aber eines können wir schon feststellen, auch über unsere Vermittlungsstelle, da läuft ganz, ganz viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Dass einfach auch Mütter und Väter ihre Köpfe zusammenstecken. Du, ich habe das letztes Jahr gemacht, das war super, mach das auch. Also da läuft sehr viel über die Mund-zu-Mund-Propaganda. Also anders dann als in dem Seniorenbereich oder? Ja. Weil da noch ein intensiverer Austausch da ist oder was meinen Sie, womit das zusammenhängt? Weil sich Mutter und Kind in anderen Gruppen vielleicht treffen und mit anderen gleichaltrigen Müttern und Vätern zusammen sind und da zusammen in irgendwelchen Zusammenhängen unterwegs sind. Du hast das letztes Jahr selber gemacht. Das hat einen Grund. Sag's. Ja, also auch durch Corona haben sich viele so dieses Zuhause sitzen. Ich gedacht so, ne, man braucht eine Auszeit, man braucht ein bisschen Erholung und ja, und wenn man dann halt zusammensitzt, dann fragt man halt die Mütter unter sich, ja, und auch, ja, das könnte ich ja auch machen, das würde mir ja auch gut tun und zustehen. Und bei den Senioren ist das, denke ich mal, weil viele sind alleine und gehen nicht mehr viel raus. Und wenn die da mal rausgehen und jemand hat zum Beispiel entlastende Dienste und das dann hört, dann ruft er auch an. Aber die gehen weniger unter die Leute wie, denke ich mal, die Mütter oder die Väter. Wie muss man sich das denn ganz konkret vorstellen? Inwiefern ist da das Deutsche Rote Kreuz als Vermittlungsstelle aktiv? Bei den Mutter-Kind-Kuren oder Väter-Kind-Kuren? Genau. Da sind wir sehr aktiv und zwar alleine schon aus dem Grund, weil unser Landesverband Oldenburg selbst zwei Mutter-Kind-Kliniken auch hat.
eine in Schillig und eine auf Wangerooge. Vor allem die auf Wangerooge ist hoch beliebt. Mhm. Leider für uns dann oftmals gar nicht möglich, Plätze zu bekommen, auch wenn wir es natürlich gerne auch innerhalb vom Roten Kreuz tun würden. Und ist einfach auch ein extrem attraktives Haus mit eigenem Strandzugang und also wirklich toll. Und aber wie gesagt, die sind einfach auch richtig ausgebucht. Und wir machen das eigentlich im Landesverbandsbereich originär schon sehr, sehr lange und auch sehr gerne, weil es ist doch auch nochmal eine wertvolle Hilfe für die Leute, weil bis man das dann über die Hausärzte und alles geregelt hat, ist das schon auch ein weiter Weg. Das ist ja nicht mal eben so gemacht. Das wollte ich gerade fragen, genau. Und da scheuen sich viele natürlich auch, den Weg alleine zu gehen, aber da kannst du mehr zu erzählen über die ganze Bürokratie. Welche Voraussetzungen müssen denn da erfüllt werden? Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, Mensch, ich möchte jetzt gerne Vater und Kind tun, indem da ist ja eine Kur machen, weil ich einfach überfordert bin gerade oder weil ich gestresst bin, viel noch im Arbeitseinsatz und ich brauche jetzt einfach mal eine kleine Auszeit. Aber so einfach ist es ja nicht. Man braucht dann ja erstmal dementsprechende Atteste. Ja, man braucht einen Attest vom Arzt. Das meiste, was eigentlich fast auf jedem Attest ist, Erschöpfung. Genau. Ist halt so 99%. Man sagte mal so, man darf nicht zu krank sein, man darf auch nicht zu gesund sein. Man muss so eine Mittelbasis finden. Aber es ist auch so, dass die Kuren im Moment quasi selten abgelehnt werden. Mhm. Durch Corona und das Ganze winken die Kassen das meistens alles durch und genehmigen zu 99% im Moment alle Kuren. Also da muss schon wirklich, dass man, weil die steht einem alle 4 Jahre steht das einem ja zu. Und wenn die man Kinder, sagt, so, wie alt sagt das auch nochmal? Bis 12 ist es eigentlich ohne Probleme, dann gibt es bis 14. Das ist dann immer besser, wenn das Kind auch einen Attest hat. Dann ist es so, es sind auch nicht viele Kliniken, die bis 14 sind. Mhm. In seltensten Fällen kriegt man sogar bis 18. Aber das ist schon ein schwieriger Prozess. Also da muss schon wirklich Gründe sein, warum das Kind dann mit soll. Aber selbst das gab es schon mal, dass die halt bis zum 18. Lebensjahr die Kinder mitnehmen konnten. Aber man sagt so bis 12, ja, höchstens 14, weil dann gibt es bei den Kliniken dann auch auf, dass die dann halt älter aufnehmen. Dann sind's dann, ist man schon begrenzt an Kliniken. Es gibt ja nicht nur die klassischen Mutter-Kind- und Vater-Kind-Kuren, sondern eben halt auch Familien-Kuren. Familienerholung. Familienerholung. Was muss man sich da denn ganz genau darunter vorstellen? Das ist ganz quasi anders. Das ist komplett. Das ist keine Kur, das ist quasi, ich war in Urlaub und kann diese Familienerholung beantragen. Dann füllt man so einen Antrag aus und dann wird das Einkommen geprüft. Und da kann man halt Zuschüsse bekommen. Ah. Für Familien. Das heißt, das organisieren sozusagen die Familien selbst diese Auszeit, können aber, genau, wenn festgestellt wird, dass das notwendig war, dieser Urlaub, dann man kann, wenn man auch die finanziellen Voraussetzungen mitbringt, einen Zuschuss beantragen. Man kann hinfahren, wo man möchte. Man kann in ganz Deutschland, in jede Jugendherberge, in jedes Hotel, ja, oder Ferienwohnung kann man sich mieten. Und dann stellt man den Antrag und dann prüfen die, ob das mit dem Einkommen alles so passt. Und dann kriegt man halt Zuschüsse. Das heißt, es gibt eine Einkommensgrenze? Genau. Ah. Und dann kann man halt pro Person, ich meine, das sind 20 Euro pro Tag, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann wird dann halt geguckt, wie viele Kinder, wie viele Erwachsene und ob alleinerziehend oder Behinderung beim Kind, dann gibt es dann halt auch immer noch extra und dann kann man das halt beantragen. Man muss halt in Vorkasse gehen und schickt dann im Endeffekt die Rechnung nochmal ein und kriegt dann das Geld dann ausbezahlt. Also das ist eine kleine Herzensangelegenheit auch von mir ganz persönlich, weil das machen nicht viele. Meine Kollegen in Kloppenburg machen das schon immer, muss man jedes Jahr beim Niedersachsen Geld beantragen. Und ich hatte das irgendwann mitgekriegt und habe gesagt, ich möchte, dass wir das auch machen. Ja. Da verdienen wir auch keinen Cent dran, also können nicht mal einen Verwaltungskostenanteil dran Geld machen. Habe ich gesagt, das ist mir aber egal, wenn wir das schaffen, dass wir das Volumen erhöhen. Und das Land Niedersachsen hat da immer mit dem Kopf genickt, dass wir gemeinsam mit den Kloppenburgern das Geld für die Familien ausgeben können, dann ist mir das der Aufwand wirklich wert. Und das läuft jetzt seit zwischenzeitlich 5 Jahren. Und also das möchte ich eigentlich auch nicht mehr missen, weil wir da können da schon manche einkommensschwachen Familie wirklich helfen. Es gibt noch so viele Punkte eigentlich,
Ein wichtiger Punkt vielleicht jetzt ganz aktuell nach, wo sich das Deutsche Rote Kreuz auch drum kümmert, das sind Geflüchtete, die Hilfe für Geflüchtete, die dort zur Geltung kommt. Vielleicht können Sie da etwas zu sagen. Ja, gerade ein wichtiges und sehr akutes Thema immer noch, leider. Also wir haben seit, wir müssen eigentlich anders anfangen. Die erste Flüchtlingskrise ging ja 2015/16 genau. los, wo wir ja schon richtig dick eingebunden waren über die Notunterkunft in Brake und sehr viel gemacht haben und auch in der Folge weiterhin in der Integrationsarbeit sehr viel in einzelnen Gebieten unterstützt haben. Das hat ja dann nie, sage ich mal, letzten Endes aufgehört. Speziell in der Gemeinde Elsfleth haben wir da sehr viel gemacht, weil das einfach praktisch so übergangslos dann auch von der Notunterkunft so weitergelaufen ist. Wir mussten dann leider feststellen, dass es immer schwieriger wurde, Fördergelder zu bekommen, um diese Arbeit zu finanzieren, weil auch das gibt es nicht für umsonst. Das muss einfach immer jedem klar sein. Und selbst wenn man viele ehrenamtliche Kräfte hat, auch Ehrenamt kostet Geld. Auch das darf man nicht unterschätzen. Also es wurde immer schwieriger. Und wir mussten dann tatsächlich, das war hochdramatisch, am 1.12. diese originäre Integrationsarbeit von 2015/16 ganz, ganz bitter in Elsfleth quasi beenden, weil wir haben einfach keine Fördermittel mehr bekommen. Jetzt ist aber parallel dazu der Ukraine-Krieg ausgebrochen und da war ich auch vom ersten Tag an letzten Endes mit involviert. Sie wissen, dass der Landkreis ja seit im Oktober die Notunterkunft aufgebaut hat in den berufsbildenden Schulen in Brake. Da haben wir den Betreibervertrag und können morgen das Ding im Prinzip öffnen, wenn die Notwendigkeit besteht. Bis jetzt ist das noch nicht notwendig. Wir haben jetzt auch schon länger keine ukrainischen Flüchtlinge mehr gekriegt. Aber es kamen eben im letzten Jahr bei 1500 in der Wesermarsch an. Also über 1,5% der Wesermarschbevölkerung haben einen ukrainischen Pass. Das muss man sich einfach mal so auf die Art und Weise auch unter der Zunge zergehen lassen. Wir waren bei jeder Busankunft dabei und haben dadurch auch zu vielen, vielen Ukrainern Kontakt bekommen. Aber nicht nur wir, auch das Refugium und andere Organisationen kümmern sich darum. Und wir hatten dann bei den Ukrainern das große Glück, dass wir über Aktion Mensch einen Fördertopf auftun konnten für bis zum 31.01. diesen Jahres und konnten da im Juli eine ukrainische Psychiaterin einstellen. Die ist quasi aus dem Bus gestolpert. Wir haben die kennengelernt. Einen Monat später hat sie von mir einen Arbeitsvertrag gehabt. Weil das war für mich natürlich ein absoluter Gewinn, wie es 2015/16 nie funktioniert hat, jemand fachlich kompetenten zu haben, der diese ganzen Kriegstraumata als Ansprechpartner zur Verfügung steht für Erwachsene, für Kinder, ganz egal. Und das in der eigenen Sprache, weil das ist das Entscheidende. Traumaarbeit funktioniert nur in der eigenen Sprache. Die funktioniert nur in der eigenen Sprache. Genau. Und das hat eben 2015/16 mit der Dolmetscher-Situation gar nicht funktioniert. Das muss man einfach so sehen. Das war natürlich für die Wesermarsch ein Glücksgriff. Ich war nach dem ersten Monat, nachdem ich den Arbeitsbericht gesehen habe, entsetzt. Unfassbar, was die Frau zu tun hat bis heute. Die Probleme werden nicht weniger. Und wir hatten das Riesenglück, das macht mich einerseits unfassbar stolz, aber andererseits auch sehr, sehr traurig. Wir haben zum 1.1. als Folgefinanzierung für dieses Projekt zwei volle Stellen gekriegt bis 2025, die finanziert werden vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Genf. Ich bin jetzt selbst fast 40 Jahre beim Roten Kreuz beschäftigt und ich habe in diesen 40 Jahren noch nie mit dem Internationalen Komitee in irgendeiner Form zu tun gehabt. Gott sei Dank. Was ist jetzt passiert? Das IKRK hat praktisch von der EU Fördergelder bekommen, rein für die psychosoziale Versorgung von ukrainisch Geflüchteten. Und das betrifft komplett Europa. Wir hatten die Auftaktveranstaltung in Budapest. Da waren außer Nordirland und Österreich sämtliche Rotkreuzverbände aus ganz Europa da. Selbst Island war vertreten. Und wir sind tatsächlich der einzigste Kreisverband in Deutschland, der auf diese Fördergelder Zugriff hatte, weil es hat sich sonst keiner beworben. Für uns war das, bei Fördergeldern ist im Moment das Problem, sie haben immer eine unfassbare Kurzfristigkeit. Und da brauchen sie Manpower, die das bearbeiten. Und wir waren aber schon auf der Suche nach Weiterfinanzierung für diese Frau. Und dann war es für uns natürlich ein leichtes, auf den Zug aufzuspringen, weil das hat eben genau gepasst.
Ja, und da haben wir ein Zweierteam, also eine deutsche Dolmetscherin und die Ukrainerin, die jetzt die Arbeit bis 2025 weitermachen können. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar drüber, dass das weiterläuft. Und vieles, vieles mehr, was eben so läuft. Wir haben jetzt in der letzten Woche ein Experiment gemacht. Da werden wir mit dem Landrat bei unserer Kreisversammlung auch wirklich die Urkunden überreichen. Wir haben 10 Ukrainer durch einen Sanitätslehrgang gebracht. Und zwar die Sprachbarriere völlig egal. Wir haben gesagt, wir probieren das jetzt. Den Leuten fällt die Decke auf den Kopf. Erstens sind das vielleicht unsere Ehrenamtlichen für die Zukunft. Genau. Und wenn nicht, leisten wir in der Ukraine einen wertvollen Beitrag, weil die Ausbildung, die die hier kriegen, brauchen die dort natürlich noch in einer ganz anderen Güte wie hier. Weil hier geht es darum, vielleicht bei Fansdorf Sanitätsdienst zu machen. Dort geht es ums nackte Überlegen. Auch mit den Leuten, die so einfache Ausbildungen beim Roten Kreuz haben. Ja, und das hat funktioniert. Das war eine tolle Geschichte. Ich hatte da einen Ausbilder, der den Mut hatte, das zu machen. Es war tierisch anstrengend, aber sie haben es tatsächlich geschafft. Mit Prüfung und allem, was dazugehört, ist praktisch die Grundausbildung unserer ehrenamtlichen Helfer, haben die tatsächlich hingekriegt. War eine tolle Geschichte. Man merkt auch, mit welchem Stolz sie darüber reden, ja. Und auch zu Recht, ganz tolle Arbeit und wichtige Arbeit, die sie da machen. Traurig, dass sie da in dem Falle notwendig ist, aber schön, dass diese Arbeit geleistet wird. Und Sie haben gerade noch ein Stichwort, dann ist nämlich unsere Sendezeit schon wieder vorbei. Ich kriege hier schon Zeichen. Das Ehrenamt für im Katastrophenschutz habe ich mir hier noch als Stichwort aufgeschrieben. Wie wichtig sind da die Ehrenamtlichen und werden da gerade von Ihrer Seite aus auch noch Leute gesucht und gebraucht? Unabdingbar wichtig, weil ich sage mal, die ganze Katastrophenschutzgeschichte, egal ob das bei Feuerwehren, ob das beim Technischen Hilfswerk oder bei uns ist, kann ja nur ehrenamtlich geleistet werden. Wie soll sowas bei der Vielzahl an Helfern, genau. Man hat es ja im Ahrtal zum Beispiel mal wieder leider Gottes richtig erlebt, gesehen. Das geht eben nur über Ehrenamt und da können wir auch nur dafür werben, dass Leute, die Interesse haben, da bei uns mitzumachen. Es wird immer schwieriger, die Bereitschaft wird immer geringer. Wir stellen einfach fest, es ist schwierig, die Leute dauerhaft an den Verband zu binden. In dem Moment, wenn man so punktuell was hat, gerade wie jetzt auch diese Ukraine-Krise bei anderen Geschichten, da ist es relativ leicht, Menschen zu finden, auch in der Pandemie. Aber das Kontinuierliche wird wahrscheinlich schwierig. Aber das Kontinuierliche ist einfach das Schwierige. Nur bei der Katastrophenschutzgeschichte muss man eben eine gewisse Kontinuität vorhersehen, auch mit der Ausbildung, weil ich sag mal, wenn es passiert, kann ich mir nicht erst Helfer ranholen. Das wollte ich dann schon Leute haben, die auch, sag ich mal, so ein bisschen wissen, was sie tun. Und aber es nützt nichts, anders wird unsere Gesellschaft in dem Bereich nicht funktionieren, nirgendwo. Das muss immer mit Ehrenamt besetzt werden und da können wir nur entsprechend für werben. Und aber das ist eben mit ein Ansatz, dass wir gesagt haben, dann müssen wir uns eben auch um die Ukraine kümmern. Möglicherweise sind die vielleicht Ehrenamt von morgen, wenn sie hier bleiben. Ja. Ich stelle fest, dass wir auch noch viel mehr Zeit gebraucht hätten. Die halbe Stunde ist wie im Fluge vergangen. Und eigentlich hätte ich noch sicherlich noch die eine oder andere Frage hinterher schieben wollen. Wenn Sie zum Schluss noch die Möglichkeit haben, einen Aufruf zu starten, was zum Beispiel den Notruf angeht. Leute, traut euch und habt den Mut, euch einzugestehen, auch dass es gar nicht mehr geht. Mit Haushaltshilfen und sowas da einfach melden. Einfach, wo sollte man sich da dementsprechend melden? Angehörige oder Betroffene selbst? An der Geschäftsstelle in Prake und dann dementsprechend dann weitergeleitet. Vielen Dank für den Besuch bei uns hier im Studio oder hier im Weserschlösschen bei unserem Fair Talk an Land bei Radio Weser TV. Und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit. Danke, Frau Nawrocki, danke, Herr Deile, für Ihren Besuch hier bei uns und weiter viel Erfolg für Ihre wertvolle Arbeit, die Sie am Menschen hier in der Wesermarsch leisten. Und wir werden natürlich weitere Gäste hier zum Fair Talk an Land bitten.
Und deshalb, ich kündige gar nicht an, was Sie in der nächsten Woche sehen können. Ich kann Ihnen nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, wieder dabei zu sein. Wir werden uns wieder einen spannenden Gast oder mehrere Gäste eingeladen haben. Und ich wäre sehr froh und glücklich, wenn Sie zu Hause vor dem Fernsehgerät sitzen würden, diesen Kanal eingeschaltet hätten und beim Fairtalk an Land dabei sind. Und wenn Sie tatsächlich mal keine Zeit haben, denken Sie dran, über YouTube und über Facebook ist diese Sendung auch zu sehen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.